Hallo, heute ein Video, das sich viele gewünscht haben, und zwar, wie kann ich selber meine Räume energetisch reinigen? Das ist relativ einfach. Ich empfehle eine vierstufige Reinigung und ich möchte gerne ganz kurz vorher ein bisschen was über Voraussetzungen und Vorbereitung sagen und dann zeige ich Ihnen direkt die vier Stufen, heute wenig Erklärung und viel Praxis. Und ich empfehle, diese Reinigung alle halbe Jahre zu machen. Oder bei besonderen Gelegenheiten. Also zum Beispiel vor einem Umzug, ganz wichtig, bevor wir in eine neue Wohnung einziehen. Nach einer schwereren Krankheit oder nach einer Krankheit ist es gut, mal durchzuputzen. An einem Übergang, entweder ein Neujahr oder ein Geburtstag oder irgendeine Veränderung im Leben, wo wir das Gefühl haben, so, wir brauchen jetzt mal ein Reset. Wir müssen mal alte Energie raustun und mal neue Energie einladen, oder die alte Energie hat sich wirklich verbraucht. Also wenn wir in die Wohnung reinkommen und wirklich merken, eieiei, es riecht muffig, oder wir haben das Gefühl, mein Gott, ich bin schon müde, wenn ich nur nach Hause komme. Das sind gute Gelegenheiten, die Wohnung und die Räume energetisch zu reinigen. Welche Voraussetzungen brauchen wir und welche Utensilien brauchen wir? Voraussetzungen brauchen ist vor allem, finde ich, Ruhe. Also ich sollte Ruhe dafür haben. Also wenn ganz viele Kinder in ihrem Haus rumspringen und viele Menschen, dann ist es ganz gut, mal eine Gelegenheit, auf eine Gelegenheit zu warten, wo sie Ruhe haben. Oder wirklich mal alle zu bitten, in den Zoo zu gehen oder irgendwie mal was anderes zu machen, sodass sie wirklich 2, 3 Stunden Ruhe haben, wenn sie das machen möchten. Das ist Voraussetzung Nummer 1. Voraussetzung Nummer 2, reinigen Sie vorher physisch gründlich. Normales Putzen reicht, also es muss jetzt nicht der absolut gründliche Frühjahrsputz sein, aber wirklich eine physische Reinigung. Und wenn es geht, ein bisschen ausräumen, vorher aussortieren. Es wirkt viel besser, viel schneller und auch viel nachhaltiger, wenn es sich nicht durch so viele Informationen durcharbeiten muss, die veraltet sind. Das heißt, Gegenstände, die Sie nicht mehr brauchen. Also da ist wirklich ganz gut, mal durchzugehen nach Marie Kondo oder welchem System auch immer und vorher ein bisschen auszusortieren. Danach ist eine super Gelegenheit, energetisch zu reinigen. An Utensilien brauchen Sie bei meiner vierstufigen Vorgehensweise 3 oder 4 Dinge, je nachdem. Die erste Stufe ist ein physisches Durchklatschen, also wirklich mit Geräuschen diese verbrauchte, festhängende Energie vor allem in den Ecken anzulösen. Also es ist wirklich, als hätten Sie eine Decke, die total verkrustet ist, und Sie würden erstmal anfangen, diese Decke wieder weich zu kneten. Und das passiert dadurch, dass wir mit Schall diese relativ dichte und wirklich fühlbare Verdichtung, Xiqi heißt es im chinesischen Feng Shui, also verdichtete, stagnierende Energie, das wäre jetzt so eine Übersetzung, die wirklich aufzubrechen. Und das ist Ebene Nummer 1. Also in der ersten Stufe brechen wir die verdichtete, mit der Zeit verdichtete Energie vor allem in den Ecken, aber auch unter Möbeln, in Räumen auf. Wir bringen die in Bewegung, dadurch, dass wir Schallwellen verwenden. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Im Prinzip 3. Die erste Möglichkeit ist Klatschen. Und das ist auch meine Lieblingsmethode. Die zeige ich Ihnen auch gleich als Demo. Das heißt, ich klatsche einfach. Ich mache das jetzt leise wegen des Mikros, sonst explodiert Ihnen da jetzt der PC. Ich klatsche tatsächlich in Ecken, Unterecken, in Schränke hinein. Also ich nehme mir einen Raum vor, stelle mich in die Tür. Ich fange ganz gerne rechtsrum an. Das ist Geschmackssache. Wenn Sie linksrum anfangen, fangen Sie linksrum an. Und dann klatsche ich erstmal in die Ecken, und zwar von unten nach oben. Und Sie merken, wenn Sie klatschen, sehr schön, ob der Schall irgendwann durchgeht. Am Anfang werden Sie merken, es klingt ganz dumpf. Es ist wirklich auch anstrengend zu klatschen. Und wenn Sie 2, 3 Mal nach oben geklatscht haben, immer von unten nach oben, werden Sie merken, dass der Schall sich verändert und Sie das Gefühl haben, dass die Schallwellen tatsächlich auch nach oben gehen. Und das tun die auch tatsächlich. Das ist jetzt keine Vorstellung, sondern es ist wirklich dichter in diesen Ecken. Und das können Sie vorher testen, indem Sie sich mal eine Ecke vornehmen und mal in die Ecke hinein fühlen. Also gehen Sie wirklich mal auf die Ecke zu. Ich zeige Ihnen das gleich auch in der Demo. Und fühlen wirklich mal, ohne die Wand zu berühren, mal in dieser Ecke auf und ab. Und Sie werden merken, es ist ein bisschen dichter, vielleicht etwas wärmer oder kühler.
Es ist wirklich fühlbar, wenn man sich ein bisschen drauf einstellt oder konzentriert. Das Gleiche können Sie dann mal an der Wand machen, dass Sie mal eine glatte Wand nehmen und auch da mal einfach hoch und runter fahren. Sie werden merken, es fühlt sich anders an. Es geht leichter. Es ist weniger Widerstand. Das liegt daran, dass sich Energie in Ecken einfach stärker sammelt und dort auch verdichtet und dort mit der Zeit eben immer klebriger wird, so sagen wir das zumindest, und stagniert und sich dort Informationen auch viel fester hängen, als wenn sie einfach gut durchlüfteten Raum haben, der eben nicht diese stagnierende Energie hat. Also das als Test vorher ist ganz schön, weil dann können Sie wirklich auch vorher und nachher einen wirklichen Effekt spüren. Dann klatschen Sie in diese Ecke hinein, in der Stufe 1. Oder zweite Möglichkeit, mit einer Klangschale zu arbeiten, mit einer relativ tiefen, also die ist jetzt nicht super tief, aber es ist schon ein etwas tieferer Klang. Und auch hier wieder anschlagen und dann von unten nach oben, wirklich bis möglichst weit nach oben mit dem Klang, der die Schallwellen, der Klang macht den Job. Und die klingt sehr lange nach, das ist eine relativ gute Klangschale. Das ist also Möglichkeit Nummer zwei, dass Sie eine etwas tiefere Klangschale nehmen, statt klatschen und dann eben Gong, wirklich die Schallwellen auch in die Ecken. Und das machen Sie alle 2, 3 Meter ungefähr, dass Sie wieder von unten nach oben die anschlagen und an den Wänden entlang fahren, bis zur nächsten Ecke, dort wieder anschlagen. In den Ecken bleiben Sie ein bisschen länger als Vorschlag. Sie hören es am Schall, wann tatsächlich die Ecke wieder frei ist. Also ab wann der Schall wirklich ungehindert und nicht mehr scheppernd nach oben geht. Sie werden nämlich am Anfang merken, in den Ecken ist scheppert, wenn Sie eine Klangschale verwenden. Also es ist richtig ein unangenehmes Geräusch. Das liegt einfach dran an diesen Rückkopplungen. Wenn das dichter ist, können die Schallwellen einfach nicht ungebremst nach außen, also nicht dorthin gehen, sondern das ist dann so ein Interferenzphänomen. Dritte Möglichkeit ist ein Topf und ein Kochlöffel. Also hauen Sie wirklich auf den Topf, das demonstriere ich jetzt nicht. Sie wissen alle, wie ein Topf aussieht und wie ein Kochlöffel aussieht und wie sich es anhört. Nicht schön. Deswegen, Sie hauen dann einfach kräftig, Sie machen das gleiche in Grün. Sie fangen immer von unten an und gehen von unten nach oben in die Ecke, in der Ecke hoch. Und dann an den Wänden entlang, bis Sie wirklich einmal durch den ganzen Raum durch sind. Machen Sie auch wirklich alle Schubladen auf, gehen Sie auch unter die Möbel, wenn Sie viele Möbel haben, unter Betten, unter Schränke, auch da mit dem Schall wirklich gucken, dass der Schall da wirklich hingeht. Wir wollen ja alles wirklich wieder in Vibration versetzen, so wie ein Hund, nasser Hund, der sich schüttelt und dann ist er wieder trocken. So ein bisschen ähnliche Idee. Also einmal durch einen Raum durch. Ich würde Ihnen am Anfang empfehlen, machen Sie erstmal einen Raum, dann schauen Sie, wie anstrengend das ist oder wie viel Lust Sie noch haben und dann können Sie einen zweiten oder dritten Raum machen. Direkt die ganze Wohnung oder ein ganzes Haus ist sehr viel, es ist wirklich anstrengend. Also ich würde sagen, fangen Sie doch mal mit einem Raum an, bis Sie ein bisschen Routine haben und dann den nächsten und dann den übernächsten. Also die erste Ebene ist, die ganze Energie in Vibration zu versetzen mit entweder klatschen oder einer Klangschale oder einem Topf. Wenn Sie eine tiefe Trommel haben, eine Schamanentrommel, können Sie das auch mit der Trommel machen. Dann ganz wichtig, Fenster und Türen auf, wirklich lüften. Diese ganze aufgebrochene Energie, diese aufgebrochenen Informationen müssen raus. Sonst sammeln die sich wieder nur, setzen sich wieder ab. Das ist ein bisschen wie in einem Glas, wenn Sie da Schmutz drin haben. Der Schmutz muss raus, sonst schütteln Sie das und dann setzt es sich wieder auf den Boden ab, genau wie vorher. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Also Fenster und Türen auf, 10 Minuten durchlüften. Wenn es geht, wirklich so querlüften, sodass auch wirklich Luftzug entsteht und diese ganze aufgebrochene Information wirklich nach draußen kann. So, das ist dann Stufe Nummer 1. Stufe Nummer 2 ist, ich mache das Ganze mit einem höheren, mit einem höheren Klang. Ich persönlich habe etwas sehr Schönes dafür. Das ist ein Brustwindspiel. Ich zeige das mal. Das ist also ein kleines Windspiel, was einen sehr schönen Klang hat. Ich halte das jetzt mal hier gerade vors Mikro. Ich finde das sehr, sehr schön. Also man kann sich es um den Hals hängen, aber dann hört man immer, wo man ist. Also das finde ich ein bisschen nervig tatsächlich. Aber ich liebe die wirklich für energetische Reinigung von Räumen. Und ich gehe dann einfach genauso, wie ich das eben gemacht habe, die Ecken hoch, unter Dingen drunter. Und dieser höhere Klang versetzt das einfach jetzt in eine etwas höhere Schwingung. Vorher haben wir es aufgebrochen und jetzt malen wir sozusagen unsere weiße Leinwand wieder mit einer sehr schönen Frequenz, mit einer relativ hohen Frequenz.
Sie können alles nehmen, was hohe Geräusche von sich gibt. Also auch eine Triangel zum Beispiel, alles, was schön klingt. Xylophon finde ich so ein bisschen vom Klang manchmal ein bisschen arg metallisch, aber alles, was einen hohen, schönen Klang hat, eignet sich dafür wunderbar. Sie können auch singen, wenn Sie möchten. Das wäre jetzt die Ebene, wo das gut funktioniert, dass Sie einfach einen Ton anschwingen, ansummen oder ansingen, der ein bisschen höher ist. Also ich würde so die Frequenz oder ein bisschen höher nehmen. Und auch hier wieder in die Ecken hinein, ganz gezielt unter Möbel drunter, in Schränke hinein, diesen Klang, diese Schallwellen hineinleiten. Und das ist eben sehr schön, wenn man das selber auch summt, tönt oder singt. Man spürt wirklich am Schall, an der Resonanz, ob noch irgendwo, ob sie ein bisschen länger bleiben müssen an einer Stelle. Manchmal muss man etwas länger an einer Stelle bleiben und dort mehr Schallwellen hineingeben, bis das anfängt wirklich wieder zu schwingen und in Resonanz zu gehen mit diesem Ton. So, das ist die zweite Runde. Das ist eine sehr schöne Runde. Jetzt brauchen Sie nicht lüften, weil wir jetzt einfach die weiße Leinwand anfangen zu bemalen mit bunten Farben. Das heißt, da muss jetzt nichts raus. Das war jetzt die erste Runde. Die dritte Runde. Sie können diese beiden Runden eventuell auch austauschen, aber ich sage Ihnen jetzt einfach mal, wie ich es machen würde. Das ist jetzt austauschbar tatsächlich. Die dritte Runde ist Räuchern. Räuchern ist beides. Das ist sowohl Reinigung als auch in höhere Schwingung versetzen. Also deswegen können Sie es entweder vor dem hohen Geräusch oder vor dem hohen Klang machen oder danach. Das können Sie entscheiden, was sich besser anfühlt. Zum Räuchern kann man entweder Räuchermischungen nehmen. Da ist meistens Wacholder drin, Salbei, so klassische Clearing oder Clearing-Räuchermischung. Die sind sehr schön dafür. Weihrauch würde ich nicht empfehlen. Weihrauch hat eine sehr spezielle Funktion, die sich jetzt für eine energetische Reinigung von Räumen nicht so eignet. Ich würde Ihnen Gartensalbei empfehlen. Den gibt es in dieser Form als zusammengebunden. Das können Sie auch selber machen, wenn Sie einfach Salbei ernten, die trocknen und dann sie zusammenbinden. Das ist dann so eine Art kleine Fackel, die dann entsteht. Und Sie sehen auch hier, die benutze ich zum Räuchern sehr regelmäßig. Das heißt, die ist auch oben abgeflammt. Oder Sie binden sich, wenn Sie gerne mit Kräutern umgehen und gerne draußen sind, Sie binden sich einen Räucherzopf selber, indem Sie sich selber Kräuter sammeln. Wermut zum Beispiel, Artemisa ist sehr schön, also Beifuß, Salbei, alles, was Sie angenehm finden, was Sie ruft, wenn Sie mit Kräutern umgehen. Dann wissen Sie selber, Schafgarbe ist sehr schön. Es gibt sehr schöne Kräuter zum Räuchern und zum Reinigen. Ich habe mir hier einen kleinen Kräuterzopf gemacht letztes Jahr und den werde ich Ihnen auch gleich jetzt zeigen in Aktion. Den einfach mit einem Bindfaden umwickeln, sodass das schön fest ist, damit man das auch beim Anzünden, damit das schön kompakt ist und eben schmaucht oder raucht und eben nicht verbrennt, sondern einfach nur Rauch entwickelt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Was ich ein bisschen schwierig finde, sind die Sachen, die man auf diese Kohlen extra, also wofür man diese Kohlen anzünden muss, die sind mit so einem Brandbeschleuniger, also auch wie Grillkohle eben behandelt. Ich finde die immer so ein bisschen giftig von meinem Gefühl her. Ich mache das immer auf dem Balkon. Das braucht auch eine Weile, bis die durchglühen, bis man überhaupt diese Mischung drauf tun kann. Deswegen empfehle ich tatsächlich, das in dieser Form zu machen mit Salbei, mit so einem festen Zopf. Den können Sie auch im Internet kaufen, aber kann man sich auch selber machen. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie das geht. Die letzte, da auch danach tatsächlich dann lüften. Also das ist wieder so eine Lüftebene, weil Sie sonst diesen Rauchgeruch ziemlich in der Wohnung hängen haben. Also nach dem Räuchern würde ich Ihnen empfehlen, auch hier wieder Türen und Fenster zu öffnen, 10 Minuten durchziehen zu lassen. Und es ist immer ganz interessant, wenn es vorher schon gut gereinigt war durch das Klatschen und durch das höhere Geräusch, dann verzieht sich der Rauchgeruch sehr schnell. Auf der anderen Seite, wenn Sie noch sehr viel Sichi haben, dann bleibt der Rauchgeruch extrem lange hängen. Das heißt, da kommt man dann nach 2 Tagen noch nach Hause und merkt irgendwie, oh, ich habe geräuchert. Das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass zu viel Sichi noch da ist. Also, dass Sie nochmal vielleicht wirklich durchklatschen sollten oder mit der Klangschale arbeiten, mit der Trommel. Da braucht es noch ein zweites Einweichen sozusagen.
da ist noch zu viel da. Aber normalerweise, wenn Sie vorher schon gründlich gearbeitet haben in einem Raum, sollte es so sein, dass sich der Rauchgeruch tatsächlich relativ schnell wieder verzieht und nur so ganz angenehm, ganz bisschen zurückbleibt. Und das darf er gerne. Der Rauch, das Räuchern hat, wie gesagt, diese zwei Aspekte. Zum einen mal nimmt es eben auch noch tatsächlich Informationen, die verdichtet waren, löst sie nochmal an und bindet die sozusagen und dann können die nach draußen transportiert werden. Zum zweiten hat aber auch das eine Funktion, dass es den ganzen, also den Raum nochmal in eine höhere Schwingung versetzt. Räuchern ist in vielen Kulturen Kommunikation mit Göttern oder mit den Göttern oder mit der geistigen Welt oder mit dem großen Guten da oben, wie auch immer sie es nennen. Es transportiert sozusagen Wünsche, es transportiert, das ist eine sehr feine Schwingung, die da nach oben geht. Und deswegen, zweiter Aspekt ist, dass das Ganze eben in eine noch höhere Schwingung versetzt. Also unser Raum schwingt jetzt noch höher. Und das soll er ja, es soll ja eine sehr hochschwingende Umgebung sein, sodass wir auch, dass wir Energie bekommen, wenn wir nach Hause kommen oder wenn wir zu Hause sind. Und nicht, dass es andersrum ist, wenn unsere Wohnung sehr niedrige Energieschwingungen hat, also sehr langsam schwingt, sehr verklebt ist, sehr, sehr viel verdichtete Energie hat. Und wir kommen so nach Hause, dann passiert normalerweise das. Das heißt, wir werden müde zu Hause, wir sind deprimiert, wir sind bedrückt, wir sind wuschig im Kopf, also völlig durcheinander, nicht mehr fokussiert, Nebel im Kopf. Das können alles Hinweise darauf sein, dass Sie mal energetisch durchputzen sollten, weil die Schwingung vielleicht inzwischen, das passiert einfach mit der Zeit, zu niedrig geworden ist. Das ist etwas, was nichts Schlimmes ist, sondern das ist etwas ganz Normales, dass eine Energie mit der Zeit eben runtergeht, dass etwas stagniert nach und nach, wenn es nicht regelmäßig gereinigt wird oder nicht regelmäßig benutzt wird. Und in Ecken ist es halt einfach so, dass sich das mit der Zeit dann sammelt und sich dort eben, wie gesagt, auch Informationen wie Streit oder einfach emotionale Atmosphäre festhängt. Das ist nichts Schlimmes und auch nichts Bedrückendes oder Bedrohliches, sondern einfach was ganz Normales, wie sich in Kleidung mit der Zeit eben auch Schmutz festsetzt. Das ist auch ganz normal und dann wasche ich die halt regelmäßig und dann ist sie wieder sauber und frisch und ich fühle mich dann wieder wohl in der Kleidung. Also dritte Ebene ist das Räuchern. Wenn Sie es so rum machen, wie ich es vorschlage, Sie können wie gesagt aber auch Stufe 2 und 3 tauschen, wenn Sie möchten, wenn sich das besser für Sie anfühlt. Das ist das Räuchern. Die letzte Stufe und die höchste Stufe ist, ich stelle mich in die Tür und gebe in den Raum. Erstens, ich bedanke mich bei dem Raum dafür, dass ich da so viel Schönes auch erlebe und ich bedanke mich für den Schutz und ich bedanke mich dafür, dass ich so eine schöne Wohnung habe und dass es so ein schöner Raum ist. Ich bedanke mich bei allen Gegenständen, die da drin sind, die ich mag und die nützlich sind oder die mir helfen. Und dann gebe ich in den Raum noch Wünsche dafür, was ich in diesem Raum gerne für Erfahrungen machen möchte. Also welche Frequenz oder Schwingung, Gefühlszustände dort ich gerne hätte. Das könnte zum Beispiel jetzt in einem Wohnzimmer sein, Gemeinschaft, Gemütlichkeit, Zuhause, was auch immer Sie in Ihrem Wohnzimmer gerne haben als Frequenz oder Schwingung. Manche Menschen mögen es gerne, dass sie nach Hause kommen und es ist ganz ruhig und geborgen und gemütlich. Andere möchten gerne, wenn sie Freunde einladen, dass es eben auch munter ist und Gesellschaft und dass da viel Freundschaft sein soll und Liebe und Austausch und Inspiration. Familie, dass sie einfach ganz viele schöne Momente miteinander erleben, Familienleben und Lachen und wirklich eine Verbundenheit und eine Verbindung. Also diese Art von Informationen meine ich. Also stellen Sie sich einfach in die Tür und geben in den Raum hinein das, was Sie sich gerne wünschen für diesen Raum. Welche Grundenergie hier herrschen sollte, welche Grundgefühle, welche Grundfrequenz. Wir leben in einem Frequenzuniversum und Gefühle sind Frequenzen, Gefühlszustände sind Frequenzen. Das heißt, wir geben in den Raum die Frequenzen rein oder bitten auch darum, je nachdem, was Ihnen lieber ist, was wir dort gerne erleben möchten. So. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dem Raum, bei der Wohnung, fürs Mitarbeiten. Ich bedanke mich für den Schutz. Ich bedanke mich dafür, dass ich so sicher bin hier und so gerne hier wohne und was auch immer Ihnen einfällt, Positives Ihrer Wohnung gegenüber. Und Sie können dann noch ein kleines Ritual zum Abschluss machen, wenn Sie möchten. Sie können Ihre Kleider wechseln. Sie können noch mal kurz rausgehen, 10 Minuten spazieren gehen, eine halbe Stunde und dann wiederkommen, dass wir so einen Übergang auch haben.
Oder sie beschließen für sich selber einfach so, jetzt ist die energetische Reinigung beendet. So. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach noch zu den einzelnen Schichten oder zu den einzelnen Schritten noch entsprechend, wie das wirklich aussieht und wie ich das mache. Und viel Freude beim energetischen Reinigen Ihrer Räume.